Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing der aktuellen Degusta-Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Degusta-Box ist eine sehr schwere Box, denn sie enthält Food-Produkte. 10 bis 15 Stück sind da drin, immer so. Sie erscheint monatlich, kostet 15,90 € oder 99 € pro Box. Ich habe auch einen Code, damit kannst du 6 € sparen auf deine erste Box. Und ja, es ist eine Food-Box, ne? Das heißt, vielleicht werde ich das eine oder andere hier naschen, auch wenn ich gerade eine Pizza gegessen habe. Ja, ich bekomme sie in der Kooperation. Ich bekomme sie in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie hier vorzustellen. Vielen, vielen Dank an das liebe Degusta-Box-Team und ich freue mich jeden Monat aufs Neue, dass quasi aus einem regulären Abo, was ich damals hatte, eine Kooperation geworden ist. Yay! Ich darf auch eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. So, Sammy steht hier schon total parat, aber Monsieur, das ist nichts für dich, das ist was für Frauchen. Genau, also ich mache die Box mal auf. Ich habe sie eben schon aufgeschnitten und dann kam der Pizzabote. War ein Träumchen. Hier haben wir einmal die Box und das wird immer mit so einem Butterbrotspapier zusammengehalten und sie ist halt immer prall gefüllt. Ne? Das ist ein Träumchen. Ich kann euch ja mal, wie das so aussieht. Die ist wirklich, ne, gut gefüllt und es wird super wenig Verpackungsmaterial und so verwendet. Und wenn Verpackungsmaterial, dann halt nur so für Gläschen oder sowas. Das finde ich auch immer ganz praktisch und wieder guckt. Und für Flaschen und so weiter. Ne? Aber ansonsten ist das alles wirklich Pappe und Papier. Ich habe hier auch immer so einen Flyer, wo drin steht, was drin ist und die Preise. Das kann ich euch in der Infobox auch alles verlinken. Hier haben wir auch immer so ein Rezept mit drin. Das finde ich mittlerweile ganz cool. Also ne, ich glaube, das haben wir jetzt die letzten Monate immer gehabt. Dann haben wir auch noch einen Flyer drin gehabt für Freddy's Flowers. Da ist auch ein Gutschein mit dabei. Dann habe ich hier nochmal jetzt Sonderpreis sichern mit der 3-in-1 Degusta-Box Cold. Okay, das finde ich auch ganz cool. Ich habe auch schon öfters mal die Degusta-Box Cold vorgestellt. Und hier ist nochmal der Hinweis, Leute, es gibt bald wieder die Spezialbox. Die ist super schnell weg und immer, wenn ich das Unboxing mache, sind super viele Leute auch immer super, super traurig. Ich teile das auf Instagram, dass es sie wieder gibt. Da gibt es mich. Genau, unter dem Namen AIDUIP, Kleider rückwärts und ein P dahinter. Ja, immer noch dieser merkwürdige Name, ne? Und ja, wann kommen die das nächste Mal raus? Ich weiß es nicht. Auf die Vorbestellung der Kombi-Box für 2022, also ich denke so im Februar oder so wird die rauskommen. Ja, dann haben wir hier auch nochmal die einen weiteren Flyer für die Degusta-Box. Man kann sie nämlich auch super als Weihnachtsgeschenk verschenken. Ne? Also man kann dieses Abo nämlich immer super schnell auch kündigen, wenn man das halt so verschenken möchte. Und man kann sie halt auch als Geschenkbox in dem Sinne verschenken. Genau. Ja. Hund, du machst mich ein bisschen wahnsinnig. Der stupst mich hier die ganze Zeit an. Okay, ich fange jetzt einfach mal an und das war ein Reim. Wobei an und anders ist ja quasi ein Gleichwort, egal. Lou, Küchlein Petit Tendre Original, ohne Konservierungsstoffe, ohne Farbstoffe. Und ja, das sind einfach Kekse, die man super jetzt so, wenn man Kaffeegäste da hat, mit beipacken kann. Oder wenn man sich selber einfach einen Kaffee macht. Das finde ich immer ganz schön und ja, ich mag Kekse. Ich habe jetzt aktuell bei mir am Laptop eine Packung mit Spekulatius stehen. Genau, ich bin da schon sehr früh dieses Jahr mit angefangen, muss ich gestehen. Ja, ja, hier sind 5 Stück drin und ich kenne Lou tatsächlich eigentlich auch nur daher, dass mein Freund super gerne diese Milka mit Lou mag. Ne? Also da gibt es ja auch immer diese Kombination. Deswegen, und wir haben hier halt alles Mögliche drin. Ne? Wir haben hier Snacks drin, wir haben hier Kekse drin, wir haben hier Getränke drin, wir haben auch Basic-Produkte wie mal ein Brot oder so dabei, was ich echt cool finde. Dann komme ich zu dem nächsten und zwar haben wir hier Chips drin. Das wird mein Freund feiern, denn er mag gerne scharf. Santa Maria Crispy Corn Tortilla Chips Chili und ja, Dip-Friendly Tex-Mex Chips. Ja. Kannst du natürlich aber auch so essen, ne? Ich glaube, hier wird er sich gönnen. Ich esse nicht so gerne scharf, aber er mag das ganz gerne. Ja, ich glaube, damit mache ich den glücklich. Und auf dem Klebi steht ja auch immer irgendwas mit genießen, teilen und so weiter. Es macht durchaus Sinn, wenn man die Degusta-Box sich holt, dass man im Haushalt halt auch unterschiedliche Geschmäcker hat und dass halt auch die Leute, die im Haushalt sind und mit dabei sind, die Box zu vernaschen, offen für Neues sind. Ne? Weil wir haben ja teilweise auch einfach mal etwas fancyere Geschichten drin. Jetzt habt ihr ja... Sammy guckt jetzt den ganzen Kram hinterher. Mausi, was machst du denn da?
Sehr Fräuchchen, die gleich nach diesem Video mal schön Armbrot machen. Aber jetzt kommen wir mal zu was ganz Coolem. Und zwar von Nimm 2 Soft haben wir hier Cola drin. Das ist, glaube ich, eine neue Geschichte, denn ich kenne die noch nicht mit Cola. Limette, Zitrone, Apfel, Kirsche, Cola-Geschmack ohne Koffein, vegan. Das finde ich cool. Ich mag super gerne die Nimm 2 Soft-Viecher. Habe ich mir damals auch, als ich in der Schule war, noch, also Abi 2008, ne? Das ist ganz schön lange her bei mir, Leute, habe ich mir die dann gerne gegessen und dann halt geploppt im Mund und ich habe es geliebt. Ich habe das so cool gefunden und jetzt gibt es auch noch mit Cola. Also die werden hier vernichtet, ne? 1A, geil. Finde ich echt klasse. Mir läuft auch gerade das Wasser im Mund zusammen, obwohl ich eigentlich pappsatt bin. Egal. Dann habe ich hier etwas, das muss man sich dann halt noch zubereiten, von Dr. Oetker. The Taste of Winter. Duo Mousse, Schoko und Marzipan Geschmack. Da muss ich mal gucken, ob das was für uns ist. Ne? Milch und Schlagsahne zugeben und das ergibt dann 4 Portionen. Oder 4 Portionen sind hier drin, das muss ich nochmal gucken. Für 200 Milliliter Milch und 100 Gramm Schlagsahne und 4 Portionen. Finde ich auch geil, ne? Oh, also sehr weihnachtlich. Ich habe da gerade sehr Bock drauf. Und ich glaube, ich habe sogar noch so Streusel in der Optik. Oder sind hier sogar Streusel drin? Das muss ich mal eben kurz gucken. Ich bin ja neugierig, ne? Ich muss euch ja auch hier sagen, was hier... Oh, ich glaube, hier sind wirklich Streusel mit dabei. Ja, hier sind die Sterne drin. Cool. Ja, halt so eine kleine Backmischung. Und ich mache jetzt hier am Donnerstag die Box auf. Und vielleicht mache ich das dann wirklich mal so als Nachtisch für meinen Freund und mich. Ich war letztens bei meinen Großeltern. Es war mir eine Herzensangelegenheit, weil beiden ging es jetzt in letzter Zeit nicht ganz so gut. Und dann bin ich mal spontan dort vorbeigefahren. Das war letzte Woche Freitag. Und dann ja, bin ich auch zum Mittagessen geblieben. Und dann gab es, also meine Oma hat ne, lecker was gemacht. Es gab lecker Bratkartoffeln mit Spiegelei dabei. Und für uns immer Apfelmus dabei. Und Sammy gab es nicht. Und dann... ja, gab sogar Nachtisch, ne? Also für mich ist da echt so und eigentlich so ein relativ simpler Nachtisch, irgendwie mit Quark und was macht Oma da noch rein? Irgendwie Vanillezucker und ich glaube Milch kommt da noch einfach mit durch oder ein Schuss Sahne, wie man halt so möchte, ne? Also Schlagsahne. Und ich habe das so genossen und ich habe da gesessen und geschwärmt und das so, Oma guckt mich so von der Seite an. Claudia, du weißt schon, dass das eigentlich nicht so ein ne, gute Leute-Essen ist, sagte sie. Ich sage, Oma, für mich ist das gerade so ein Soul-Food, ne? Das war so lecker und Opa grinste sich dann auch ein. Weil der einfach gemerkt hat, dass es mir eigentlich mehr so um dieses ganze Herzliche gegangen ist und um dieses Back to the Roots, ne? Weil bei meinem Freund und mir, wir haben schon seit Ewigkeiten jetzt mittags nicht irgendwie einen Nachtisch oder sowas gegessen. Also für mich war das halt so schön und ja, mir kommen gerade wieder die Tränen, wenn ich drüber nachdenke und ich sollte definitiv öfters zu meinen Großeltern fahren, ne? Ja, so, auf jeden Fall finde ich das ziemlich cool. Und finde das schön, dass wir das mit drin haben. So, ein bisschen Stoff haben wir auch mit dabei. Und zwar von Pott, ein Eierlikör Übersee, mit echtem Überseerum. Das ist witzig. Aus Tradition, höchste Qualität. Da sind 4 Zentiliter, also 40 Milliliter drin. Und ja, ne, das ist ab und an mal so schön über ein Vanilleeis, ein bisschen Eierlikörchen oder so. Ist auch mal ganz schön. Oder halt über die Mousse au Chocolat, die man sich da gemacht hat. Ist auch mal ganz nice, ne, Sammy? Ne, für dich nicht, nein. Dann habe ich hier noch, das finde ich auch schön und irgendwie ziemlich basic, kristallreine Saldoro-Qualität, Kristallsalz, feine Körnung mit Jod, kristallisiert aus Sohle des urzeitlichen Zechsteinsalzes. Daily Cooking, 100% rieselfähig, 500 Gramm Salz. Jo, einfach mal Salz. Wie gesagt, hier haben wir auch Basic-Produkte drin enthalten, das finde ich immer ganz schön. Und ja, Salz braucht man, ne? Das ist nicht so, als würde man das nicht brauchen. Basic, aber cool. Dann haben wir hier noch was ziemlich Basic-mäßiges drin, was ich aber ziemlich feiere, weil wir jetzt ja auch gerade so die kalte Jahreszeit vor uns haben. Ich weiß nicht, was haben wir denn hier für... Es steht hier jetzt nicht bei, was das Motto ist, aber es kommt mir alles so, ne, kalte Jahreszeit-mäßig passend vor. Und zwar ist es von Diamant ein Glasurzucker, glatt und glänzend wie beim Bäcker. 250 Gramm sind hier drin enthalten. Und ich habe das öfters mal, dass wenn ich dann etwas glasieren wollte oder so, dass das nicht so gut funktioniert hat, ne? Weil wenn du dann so Puderzucker nimmst und das dann quasi ja mit Wasser und Zitrone oder mit Zitronen... Saft anmischt, dass es dann nicht so schön wird. Und das hier ist extra Glas. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ich finde es cool und es kommt bei uns auf jeden Fall in die Vorratskammer. Ist bis Dezember nächsten Jahres haltbar. Ne? Finde ich voll gut. Also das wird auf jeden Fall verwendet werden. So. Marmelade haben wir hier auch drin. Das feiere ich ja.
von Bon Maman. Weniger Zucker, mehr Frucht, Aprikose. Ja, das ist mal klassisch. 335 Gramm. Sowas kann man auch, also entweder natürlich als Brotaufstrich verwenden oder jetzt aktuell zur kalten Jahreszeit, Leute, kannst du super in irgendwelche Eintöpfe mit einmischen oder in irgendwelche Soßen mit einrühren, wenn du so einen geilen Braten oder sowas machst. Ein bisschen was von Aprikosenmarmelade damit rein. Dann hast du so einen etwas fruchtigeren Beigeschmack. Das finde ich auch immer ganz cool. Also das finde ich sehr, sehr passend jetzt auch, ne? Ist echt cool. Denn die nächste Box wird ja kurz vor Weihnachten kommen. Da wird das ganze Thema dann wahrscheinlich eher weihnachtlich angehaucht sein. Aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Winter vor uns. Und da machen wir uns ja das ein oder andere deftige Wintergericht, ne? Okay. So, dann habe ich hier noch was zu trinken. Und hier ist das, was ich gesagt habe, ne? Wenn dann so Glasflaschen drin sind, dann hast du hier diese Popfolie, die ich immer aufbewahre und dann weiterverwende, wenn ich zum Beispiel Verlosungspakete verschicke oder so. Was ist denn? Clintworth Winterlust Zapf. Nein, Zapf. Apfel, Zimt. Apfelfruchtzapf. Ernsthaft? Entschuldigung. Das ist wie Bratapfel, oder? Alkoholfrei, ja, witzig. Derbe Fruchtgehalt ist mit dabei. Ja, das finde ich ja mal super interessant. Apfelsaft, das ist auch wieder so eine, ne, Kindheitsgeschichte. Wir haben damals bei uns zu Hause immer nur Wasser ohne gehabt. Also Wasser ohne war quasi Sprudelwasser und Apfelsaft. Das waren quasi die Getränke, die wir immer zu Hause hatten. Cola und sowas gab es super selten. Und auch O-Saft oder sowas, ne? Ungefähr nie. Erst durch meinen Freund bin ich so an generelle Säfte rangekommen, in Anführungsstrichen. Weil die sowas immer zu Hause halt hatten, hatten wir nicht. Und ja, Apfelsaft hatten wir immer. Das ist gerade absolut, also, ne? Für mich ist es gerade so ein bisschen Kindheit. Hallo, hier bin ich. Gut, mit Zimtgeschmack ist jetzt natürlich eine Sache für sich. Das wird jetzt sehr, sehr weihnachtlich schmecken. Ja, ich habe gerade leider kein Glas hier, wo ich es reinfüllen kann. Also sage ich in dem Sinne mal Prost. Oh ja. Also wenn du es normal trinkst, dann schmeckt das einfach ganz normal wie Apfelsaft. Aber wie, sehr milder Apfelsaft. Und wenn man dann runterschluckt und dann ausatmet, dann kriegst du halt diesen Zimtgeschmack rein. Das finde ich echt lecker. 1 Liter haben wir drin. Die Flasche finde ich auch total super. Das ist quasi diese Riesenversion von den Flaschen, die man hat, wenn man so auf einer Konferenz ist oder wenn man halt irgendwo so Business-Meetings hatte oder so. Wir hatten immer in dieser Form halt diese kleinen Apfelsaftfläschchen und O-Saftfläschchen und so dann auf die Tische gestellt. Finde ich cool. Wirklich. Also irgendwie, ich kriege hier gerade so ein paar Flashbacks, Leute. Okay. Ein sehr emotionales Video für mich. M. Eukal Gummi Drops Shot Happy Lime. Okay, die mag ich persönlich nicht ganz so gerne. Fruchtig sauer mit Vitamin C, B6 und Niacin. Ja, das wird alles super sein. Bin ich jetzt nicht so ultra Fan von, aber ich frage mal meinen Freund. Vielleicht hat er da Bock drauf. Ne? Ja. Ich mag nicht so gern sauer eigentlich. Da verziehe ich immer so mein Gesicht, ne? Habt ihr auch schon öfters gesehen, wenn ich so ganz saure Sachen oder so hier gegessen habe oder getrunken habe. Wir haben hier noch ein bisschen was drin. Zum einen habe ich hier... ich dachte, es wären Kekse. Es sind Nudeln. Finde ich auch klasse. Del Verde. Was ist das? Tagliatelle Anido, Nummer 182, 250 Gramm. Ja, das ist einfach mal eine oder zwei Portionen Nudeln, ne? Es ist irgendwie mit Whole Wheat, also kompletter Weizen, ne? Also es ist, oh Gott, steht hierzu etwas drauf. Alternativ hätte man hier auch noch Verfalle drin haben können. Und wir haben hier quasi jetzt Vollkornnudeln drin. Mag ich persönlich richtig gerne. Mein Freund ist da nicht so ganz so von. Der ist eher so der klassische Nudelesser, ne? Aber, ja, ich werde die trotzdem mal machen, ne? Passend dazu haben wir noch was von Mutti drin. Das haben wir hier öfters mit dabei. Das finde ich aber eigentlich ganz cool. Und zwar Solo Pomodoro Mutti Parma passierte italienische Tomaten. Ja, das haben wir wirklich öfters mit drin, ne? Ich glaube, wir haben sogar noch eine von diesen Flaschen bei uns im Vorratsschrank. 560 Gramm sind hier drin enthalten. Aber aus solchen passierten Tomaten kannst du super schnell eine einfache Tomatensoße machen, halt für die Nudeln. Und das dann in Kombination verwenden, wobei du natürlich nicht das komplette Vieh dann brauchen wirst.
nehme ich einfach ein bisschen Oregano bei uns aus dem Garten, ne, und mache das damit rein. Und fertig ist die Laube eigentlich im Prinzip, ein bisschen Salz, Pfeffer, ne? Ein paar Zwiebeln anschwitzen kannst du auch noch mit reinmachen. Aber dann hast du super schnell eine Tomatensoße und das finde ich cool, ne? Ne? Ja, das, ach Mensch. Das ist für mich eine Herzensbox. Das war es nämlich jetzt auch schon mit dem Unboxing, ne? Es sind geile Produkte hier drin. Ich freue mich voll. Also, wenn man halt überlegt, man zahlt halt seine 15,90 € ungefähr, 15,99 € ne, für die Box. Wenn man dann auch noch die 6 € Rabatt berücksichtigt, klar, sind dann für unter 10 € dann die Box. Aber trotzdem, selbst für knappe 16 € finde ich, dass diese Box sehr gelungen ist. Es sind alles Produkte, wo ich sage, habe ich Bock drauf zu essen, bis auf diese sauren Gummidrops, ne? Aber an und für sich, es lohnt sich, also für mich persönlich lohnt es sich einfach jeden Monat aufs Neue. Schreib mir gerne auch unten in die Kommentare, wie du die Box so findest. Und ja, denk dran, es gibt eine Box in diesem Video zu gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!